Wir haben es geschafft. Wir sind in Berlin. Ja. Wir sind sogar schon seit 7 Uhr in Berlin, aber der kleine Haken bei unserer Operation war, unsere Zimmer waren noch nicht fertig. Sie waren uns dann für 15 Uhr zugesagt worden. Der Genosse, der für die Fehlplanung verantwortlich ist, ist uns bis jetzt noch nicht namentlich bekannt, aber wir arbeiten dran. Und wird standrechtlich erschossen. Aber nach einem fairen Prozess. Einen fairen Schauprozess werden wir ihn dann erschießen. Sagen wir einfach, ich war von der Aussicht, insgesamt doch 8 Stunden durch Berlin zu tingeln, nicht besonders angetan. Gut, wir haben einige interessante Sachen gesehen. Wir waren im Zoologischen Garten. Wir waren Treptower Park. Treptower Park, genau. Ne? Vorher waren wir im Tiergarten bei den Monumenten für die sowjetischen Gefallenen im Zweiten Weltkrieg. Ja. Sehr beeindruckende Sachen das. Ja, und noch nie so nah dabei gewesen. Ja, wir haben uns ein bisschen den Reichstag von außen angeguckt. Drin, da sind so komische Leute, das wollten wir jetzt nicht machen. Und vor allen Dingen standen da noch viel komischere Leute vor und die haben die alle so angekratzt. Und Stimmt, das hat uns irgendwie so ein bisschen vor dem Vorhaben, uns das doch nochmal eher von innen anzugucken, ich war ja auch eh schon drin, abgebracht. ja gut. Und so haben wir es dann tatsächlich geschafft, irgendwie diese Zeit rumzubringen. Wie wir das wirklich gemacht haben, wissen wir nicht genau. Wir haben zweimal zwischendurch Kaffee getrunken und unser Zeitgefühl verloren. Ja, also im Bus hat ja kein Mensch vernünftig schlafen können. Das ist ja nun mal leider so. Dementsprechend bin ich jetzt gerade sehr übermüdet. Ja, und sehr aufgedreht. Ein bisschen aufgedreht, nur ganz klein bisschen. Wir haben uns eine kleine Erfrischung gegönnt, aber ich zeige jetzt nicht, welche Marke. Oder nee. Das wäre Werbung. Prost auf Faxe, ne? Prost. Ja. Als ob es die Größe der Kanne nicht schon verraten hätte. Nun gut, heute werden wir sicherlich nicht mehr so viel machen. Ich wollte eigentlich an der 20. LL-Konferenz teilnehmen, aber nachdem ich jetzt in meinem zweiten Tag ohne Schlaf bin, ist es mit dem konzentrierten Zuhören nicht mehr so weit her. Ich werde mich da eher am Abend in den Diskussionsrunden nochmal beteiligen, nachdem ich zwischendurch geschlafen habe. Zumindest hoffe ich, dass ich zwischendurch schlafen kann. Garantiert ist nichts. Ja, morgen ist dann die Demonstration, die Kundgebung. Wir sind bereits recht gespannt, wie der Umfang so diesmal sein wird. Heute gibt es ja schon auch einige Voraktionen. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, wie die Spalter dann auch... Ja, die Spalter, ich weiß gar nicht. Ja, es hat keiner vom Aufruf von den Spaltern gehört, nicht? Gibt es dies Jahr nicht? Dann war das ja, also es wäre natürlich enttäuschend, wenn es das dieses Jahr nicht gibt. Wir haben uns doch jetzt schon dran gewöhnt. Ja, wir warten ja richtig. Also Sie haben ja im Prinzip erklärt, ab jetzt lösen Sie uns ab, ne? Ja, genau. Dann ja. Müssten Sie sich ja formieren. Und ich habe auch in der Öffentlichkeit noch nichts mitbekommen. Ja, die sind ausgesprochen bescheiden in ihrem Ruhm. Ja, sehr, ne? Ja, und nun gut, wir werden sicherlich, also wir freuen uns auf spannende Straßenkämpfe mit den Falken und der Solid. Und wer macht noch bei den... Ah ja, natürlich die Jusos, das ist ja ganz klar. Dass die Jusos was gegen vernünftiges Gedenken an Karl und Rosa haben, sollte irgendwie jedem historisch halbwegs Bewanderten klar sein. Sie sind ja schließlich auch für deren Ermordung nicht unwesentlich verantwortlich. Nicht die Jusos. Die Sozis. Die Sozis, die Sozialdemokraten. Sozis, nicht die Jusos. Man erinnere sich an Noske, den Namen kennt heute wahrscheinlich kaum mehr einer, aber der ist nicht... Das war der erste Juso-Vorsitzende, ne? Damals, bei der Reichskriegsvereinigung. Ja, der Juso. Scherzkeks. Ja, nur so am Rande. Ja. Ja, aber dass Sozialdemokraten da gewisse Probleme haben, sollte einen jetzt nicht überraschen. Dass sich die Linksjugend dem angeschossen hat, ist natürlich schade, war aber auch nicht so überraschend. Und die Falken, naja. Was ist mit Solid? Der Solid, die Linksjugend Solid. Die sind ja bei den, die sind ja bei den Bösen, bei den Spaltern. Hm. Also waren sie zumindest, vielleicht ist es jetzt wieder anders, keine Ahnung. Nachdem sie in den letzten Jahren so erfolgreich waren und das ja auch verhindert haben, dass die Bösen, also wir, also aus ihrer Sicht die Bösen aufmarschiert sind, ne? Also eigentlich nicht, ne? Und mehr waren es auch nicht, waren eher viel weniger. Ja. Vielleicht haben sie es aufgegeben und ich meine, es würde ja zu ihnen passen, zu sorgen, und wenn du nicht gewinnen kannst, ne? Dann lass es sein, ne? Haben sie vielleicht ein Mauerfähnchen dabei, was weiß ich. In der Linksjugend gibt es ja sowieso permanent politische Umschwünge, also die machen 180-Grad-Drehungen innerhalb des linken Spektrums und manchmal ein bisschen darüber hinaus. Sie sind sehr flexibel, ne? Ja, genau, sie sind flexibel. Das nennt man doch so. Politisch anpassbar. Genau. So ein bisschen wie grüne Knete. Habe ich Falsches gesagt? Nee, ne? Grüne Knete, ja. Genau, das ist...
Ja, also wie gesagt, wir sind ein bisschen neben uns jetzt. Also alles, was wir jetzt sagen, das schieben wir später auf unsere Übermüdung. Ja. Guten Gewissens. Zu Recht. Organisation ist alles und die hat sie gar nicht funktioniert. Ja, das stimmt, die hat sie wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also sowas, das habe ich noch nie erlebt. Dass wir also, wir fahren mitten in der Nacht, also wir wollten ja eigentlich, man hat uns dann zuletzt gesagt, 23.30 Uhr, das haben wir schriftlich mitgeteilt, gekriegt, würde der Bus abfahren. Mhm. Er war dann um 23.45 Uhr da. Dann ist er 0:10 Uhr abgefahren. Und dann waren wir nichtsdestotrotz um 6.30 Uhr in Berlin und um 7 Uhr waren wir am Hotel, um dann am Hotel zu erfahren, dass wir um 15 Uhr unsere Zimmer kriegen. Mhm. Witzig, ja. Das ist natürlich sehr erfreulich, ne? Es gehört jetzt zu den Dingen, die... man kriegt dann doch leichte Gewaltfantasien, vor allen Dingen nach Schlafentzug. Ich weiß, das sollte man nicht, aber... Ja, so ist das. Ich meine, gut, es hat nicht funktioniert. Wir werden einen leicht kritischen Brief an die Bezirksverwaltung der DKP, die dafür verantwortlich zeichnet, schicken und ihnen liebevoll mitteilen, dass sowas doch bitte nicht mehr vorkommt. Insbesondere ohne Ankündigung. Wir hatten ja Glück, dass wir im Hotel das Gepäck ablegen könnten. Ansonsten wären wir jetzt 7 Stunden mit Gepäck rumgelaufen. Das hätte uns ja mal echt gefreut, ne? Ja. Aber dann wären wir noch viel fitter und müder gewesen. Wahrscheinlich. Ja, wir wollen morgen sicherlich auch einige Aufnahmen auf der Kundgebung machen und Fotos gibt es in jedem Fall. Ich habe heute bereits einige Fotos aufgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es mit dieser Internetverbindung wirklich schaffen, dieses Video hochzuladen oder die Fotos. Aber wir können zumindest den energischen Versuch unternehmen. Übrigens, also falls man sich über meine Zerzauselung ein bisschen wundert, der Versuch im Bus zu schlafen hat nicht geklappt und der Orkan hier in Berlin hat den Rest getan. Der Orkan, genau. So ein Scheißwetter haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja gut, morgen soll es ja auch noch regnen. Oh je. Das wird ja noch. Aber bei dem Wind ist es zumindest exzellentes Fahnenwetter. Wir haben 2 Fahnen mitgebracht. Wir sind also gut ausgerüstet. Du musst ja aufpassen, dass wir nicht mit den Fahnen wegfliegen. Die sind ja recht groß, ne? Ach, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Also ich bin... Du willst damit sagen, wir sind schon bodenständig. Ne? Ja, genau. Also ich bin als Fahnenträger konstruiert. Ja. Du bist die Fahne. Sozusagen. Ja. Im Wind. Im Wind. Im Orkan des kapitalistischen Zeitgeistes. Gut. Exakt, ja. Also diese kleine Videobotschaft soll in erster Linie mitteilen, wir haben überlebt und wir sind in unserem Hotel angekommen und es ist toll, also sitzen zu können vor allen Dingen. Ja, Junge. Und ein Gläschen Bier zu trinken. Ja, Gläschen. Ne? Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Denn Prost. Jeder Arzt sagt dir, du sollst 2 Liter... was auch immer am Tag trinken. Das 2 Liter schon. Flüssigkeit, aber genau. Damit meinte er nicht reinen Alkohol. Das ist hier kein reiner Alkohol. Ja, das stimmt. 5% ist da nur drin, der Rest ist gesundes Wasser. Mhm, das bedeutet 50 Milliliter, ne? Ja. Ja, das bedeutet, du bist 100 Milliliter dann im Defizit beim Wasser. Ja. Also wenn wir jetzt mal also die ganzen Schwebeteilchen abrechnen, ne? Ist ja eigentlich so. Wie meinst du? Ja, also den Alkohol kannst du ja nicht rechnen, das ist ja eine eigene Flüssigkeit, das ist ja, kein, so. Das ist ja kein Wasser. Ja gut. Also musst du nochmal 100 Milliliter Wasser trinken danach. Das ist mir jetzt zu schwer, das verstehe ich jetzt. Ist doch einfache Mathematik, ich habe doch nur den Alkohol abgezogen. Die 5%? Ja. Dann hast du 95% nicht Alkohol. Richtig. Und dann? Und den Nicht-Alkohol, den rechnen wir mal großzügig auf den ärztlichen Rat an. Ach so. Aber die anderen 5%, die musst du schon noch rausholen, also um auf die 2 Liter zu kommen. Mhm. Wenn ich mal mit Fax in ernsthaftes Wörtchen reden muss. Nee. Also wenn Sie das Problem beseitigen würden, dann würde es dir vermutlich nicht mehr so gut schmecken. Mhm. Genau. Falls irgendjemand auf die Idee kommt, was der liebe Genosse hier macht, ist kein bezahltes Produktplacement. Wir haben nämlich für die Produkte bezahlt und nicht umgekehrt. Das stimmt. Wir sind keine Werbeträger. Wir Marken, keine Werbung. Nee, für uns nur ein bisschen. Ja, halt, ne? Das wollen wir ja auch. Aufkleber haben wir mitgebracht, die werden wir unter die Volksmassen werfen, die sich morgen da versammeln. Was hast du denn mitgebracht? Ja, also einmal habe ich den Anti-Nazi-Kleber Aufkleber eingepackt, also hier so zum hier verschwunden Nazi-Aufkleber. Kann man immer gebrauchen, kann ich nur sagen. Mhm. Ist leider so. Wäre natürlich schöner, wenn man nicht gebrauchen könnte, aber nach einem kurzen Rundgang in Berlin kann ich sagen, kann man immer gebrauchen. Und kann man immer gebrauchen. Ja, und dann habe ich natürlich noch den Gottlos-Glücklich-Aufkleber von uns.
Ja, der ist ja spitze. Den willst du verteilen? Ja, da werden wir aber mit unseren arabischen Freunden aber Ärger kriegen. Wenn sie es verstehen. Aber sie werden es ja, verstehen. Also ich meine, wenn sie es denn, ja, also ich habe, wenn dann jetzt jemand Probleme damit hat, dass ich gottlos glücklich bin, dann tut mir das sehr leid für ihn. Aber da werde ich nichts dran ändern, dass ich glücklich bin. Oh, da bin ich aber mal gespannt, wie die Reaktion sein wird. Weil das ist ein gutes Thema. Wir verteilen das einfach mal. Ja. Also ich meine, wir sind ja auch nur mehrheitlich atheistisch. Das müssen wir jetzt der Fairness halber sagen. Im Linken gibt es auch gläubige Menschen. Was? Wie viel hast du mitgenommen? 200 von den gottlos glücklich und ja. 500 von den Überklebern. Ja, schön. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, wir haben übrigens ein Quiz. Und zwar haben wir bereits festgestellt, viele unserer eigenen Genossen wissen nicht so recht, was wir überhaupt dabei haben. Also wir haben natürlich einmal eine Flagge vom Linken Forum, wenn man schon da ist, muss man Flagge zeigen, was wir sagten. Wir machen Werbung für uns. Ja. Aber wir haben noch was anderes dabei. Und viele wissen nicht, was das ist. Das Fähnchen hat aber quasi auch, wenn ich es mal auswickeln darf, einen ganz aktuellen Bezug, gerade jetzt im Moment zu Berlin. Also vielleicht erkennt man das reicht, wenn ich das so zeige. Mhm. Na? So, ihr seht das? Oder warte mal hier, ich nutze mir die Fläche. So, was ist das? Kennt das einer? So, ich gebe euch jetzt ein paar Sekunden mal darüber nachzudenken, was das überhaupt für eine Flagge ist. Ihr wisst es immer noch nicht, ne? Es ist keine Südstaatenflagge, das mal vorweg, ja? So ein Ding benutzen wir nicht. Da sind ja auch keine Sternchen drauf, ne? Sind ja, ansonsten sind ja so Sternchen drauf. 13, glaube ich, waren es und das bringt Unglück. Nein, da sind keine drauf. Das ist eine neurussische Flagge. Neurussland, die Konföderation aus Lugansk und Donetsk im Osten der Ukraine. Wir gehören ja zu den Menschen, die die Unabhängigkeit dieser Region nach dem Putsch in der Ukraine unterstützen. Und bevor jetzt irgendjemand was von Demokratie erzählt, das war keine. Die haben sich bewaffnet und den Platz besetzt und sich da verbarrikadiert und danach haben sie den gewählten, direkt gewählten Präsidenten nebenbei bemerkt, wir haben ja gar nicht den Luxus, hier wählt man den. Gauck hat ja kein normaler Bürger gewählt. Nö. Also das hätte ja auch nicht geschafft, sagen wir mal ganz ehrlich. Nö, also die hätten das auch nicht gewollt, aber frage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Ich meine, wer will die denn haben? Also ich meine, das ist ein Kriegstreiber, unter anderem. Das gehört noch zu seinen netteren Eigenschaften, dass er ein Kriegstreiber ist. Zu und zu seiner Eigenschaft gehört, dass er Priester ist. Ja, es ist gottlos glücklich. Die Aufkleber gibt es morgen auf der Demo. Falls ihr das also seht und wir das tatsächlich schaffen, das heute noch hochzuladen, sprecht uns an. Das sind Kunststoffaufkleber, die halten gut. Also ihr könnt die auf euren persönlichen Besitztümern problemlos und dauerhaft anbringen und sie sind auch rechtlich echt. Also man kann da deutlich sagen, was man von Religion hält. Nee. Und zwar von allen. Also da sind wir ganz unvoreingenommen. Ja. Also es geht uns jetzt, wir verurteilen keine Religion schärfer als eine andere. Das ist, wir finden das alles Hokuspokus. Und wir sind der Ansicht, dass der Dorfmedizinmann nicht in politische Fragen eingreifen dürfen sollte. Eben. Und da passt dieser Spruch nicht. Gottlos glücklich, das ist schön. Man kann nämlich ganz nett ohne den leben, so ohne Sünde und den ganzen Blödsinn. Ja, ist ja auch so ein Thema. Also wir gehen jetzt mal nicht auf die Frage der Sexualfeindlichkeit ein. Das ist ja bei allen Religionen prävalent. Wahrscheinlich, weil man Menschen am besten kontrollieren kann, wenn man ihnen alles nimmt, was Spaß macht. Aber da gehe ich mal von aus, ne? Ja nun, also es ist halt ein Eingriff in das privateste, intimste Leben. Ist nett von Ihnen, ne? Völlig dem Spur, ne? Aber ist ja nicht das Einzige. Also ich meine, aber letzten Endes, es tut jede Religion. Und das muss man halt sagen. Einige mehr, andere weniger. Aber solche Eingriffe, nein, nee. Es ist auch egal, an wen man glaubt. Ob das jetzt einer oder mehrere ist. Ich meine, gut, jetzt bei den Griechen konnte man zumindest sagen, die Götter, die kamen ja aus dem Leben. Ne? Also die waren ja, das war ja Lindenstraße. Also der griechische Pantheon, das war ja Lindenstraße für die damalige Zeit. Lindenstraße. Ja, stimmt doch. Also da hast du immer diese, du hast immer, oder Soap Opera. Du hast den Zeus, ne? Mhm. Das ist der Hauptdarsteller. Und seine Frau, wie hieß die nochmal? Das weiß man ja auch nie, weil das erinnert man sich auch bei den Soap Operas nie, weil die haben immer nur so Nebenrollen. Ja, und der Zeus, der geht ja im Allgemeinen auf Tour und mit seinen Touren beginnen wir die spannendsten Abenteuer von irgendwelchen Halbgöttern. Mhm. Mit ehelicher Treue hat er es nicht gehalten. Ne? Und wie gesagt, da passieren so spannende Geschichten. Und dann gibt's, er hat ja auch noch so zwei Brüder und mit denen streitet er sich auch regelmäßig. Der eine ist im Wasser, der andere in einem nicht so schönen Ort, nee, Hades. Ja. Ne? Also das ist ja nicht so warm. Also es ist ja nicht schön. Ne? Also,
Aber wie gesagt, solche Götter machen wenigstens noch ein bisschen Spaß. Das stimmt. Bei den anderen wird es ja schnell sehr, 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 sehr frustrierend. Ja, ich meine, die alten Götter haben auch keinen Anspruch gehabt, gerecht zu sein. Nie gehabt. Ja. Nee, wenn Zeus sich aufgeregt hat, dann hat er den Blitz fahren lassen und dann war gut. Ja, ist doch so. Also Zeus hatte doch keine, also der hatte doch, also jetzt mal ganz im Ernst, Zeus war der größte Schutzjäger der Nation. Der hatte keine, ne? Leitenden moralischen Prinzipien. Der hat einfach nur gesagt, macht, was ich sage. Und wenn wir es nicht gemacht haben, dann gab es Blitze. Da war der ganz pragmatisch, ne? Und der hat doch keine großen Gesetze produziert. Dafür war der viel zu beschäftigt. Der hat ja überall Freundinnen. Ne? Viel beschäftigt. Ja, mit Sterblichen hatte der es. Aber jetzt muss man dazu sagen, der christliche Gott ja auch irgendwo, ne? Ich meine die Geschichte mit Maria, ja? Ne? Also so ganz sauber war das auch nicht. Die Jungfräulichkeit der Mutter Gottes. Ja, die Jungfräulichkeit, ne? Ja. So. Wie, ja, wie aus einer so bescheuerten Ausrede, ja? Ne? Also, so kurz vor der Heirat ist es schwanger und muss Gottes Kind sein. Ich bin Jungfrau und der Josef glaubt das. Man ja auch nur ein Zimmermann. Ne? Wobei ich nichts gegen Zimmermänner sagen will, aber. Der war ein wenig naiv, ja. Ja, ein bisschen, ne? Die Jungfrau Maria. Und solche Leute ziehen dann ein Kind groß. Und das ist dann die Grundlage der in diesem Kulturkreis dominanten Religion. Ja, man muss sich ja nur mal überlegen, wie lächerlich das eigentlich wirklich ist. Dass wir uns nochmal mit so einem Schwachsinn dann beschäftigen müssen. Die Renaissance des Aberglaubens. Die Renaissance des Aberglaubens. Also eher die Rekonstruktion des Aberglaubens. Also Renaissance ist ja, der Begriff hat ja eine Bedeutung. Ja, für mich hat es zumindest die Bedeutung, dass es also, nachdem man schon der Meinung war, dass es ad acta gelegt, wieder neu aufgestanden ist. Ja gut, es ging ja um die Wiedergeburt der antiken Lehre damals, des Wissens. Ja. Also ich meine, das ist ein bisschen was anderes. Aber gleichgültig, sie kommen halt zurück, die komischen Leute, mit den eigenartigen Vorstellungen von, wie das Universum und so vielleicht entstanden sein könnte. Ist ja auch total plausibel, dass ein Mann mit Rauschebart so ein Ding in 7 Tagen hinhaut. Ne? In 6 Tagen, am 7. hat er sich ja ausgeruht bei den Christen. Wie ist das eigentlich bei Allah? Hat der auch zwischendurch mal gepennt? Nee, die waren alle fleißig immer am Arbeiten. Die haben durchgemacht bis zum Gehtnichtmehr. Und haben dann am 7. Tag geruht, ja. Und der hat auch am 7. Tag geruht? Ja, nein, er hat sich doch, ich sag mal... Ich frage jetzt ja nur, ich weiß das gerade nicht bei den Moslems. Also ich meine, seine Vorgeschichte hat er sich ja auch aus dem Alten Testament geholt. Ach so, ja, dann das hat er wahrscheinlich... Für ihn ist ja genau die Legitimation wie für die Juden und die Christen. Da sind sich ja die monotheistischen Religionen einig. Also das Alte Testament ist cool. Das Monotheisten sind eigentlich ziemlich langweilig. Ne? Also ja, ich meine, also es gibt nicht so viele Varianten davon. Nee, und sie sind auch ziemlich neben der Spur, muss man sagen. Ja, die sind so renitent. Bei den viel Götter. Ja, die polytheistischen Religionen, da geht es halt heiß her. Ne? Also da, die Götter sind sich nicht einig und da gibt es immer viel Zores und. Obwohl, warte mal. Da muss man sehr darauf achten, wen man wann anbetet. Ansonsten passieren komische Dinge. Ja, die Hindus sind auch noch so eine Merkwürdigkeit. Ja, aber die weiß ich nicht so genug. Nicht genug aber hier Kastenwesen. Ja, das Kasten. Ja, das stimmt. Das ist also wirklich auch eine ganz üble Geschichte, Menschen dann in solche Kasten hinein zu manövrieren und sagen, da musst du ewig bleiben und da kommst du nie raus. Und das ist also schon eine Nummer. Ne? Ja, das ist sicherlich richtig. Ist jetzt nicht viel schlimmer als das, was die meisten anderen Religionen gemacht haben. Aber es spricht sicherlich nicht für sie. Naja. Das muss man zugeben. Du hast ja ebenso wie den Buddhismus doch eine sehr starke, ich würde sagen, noch nicht mal eine religiöse. Buddhismus ist ja eher so philosophisch angelegt, ne? Da gibt es ja auch. Also mit den asiatischen Religionen bin ich nur so lala. Ja, auf dem Laufenden. Ja gut, aber ich meine, es ist ja auch, das sind ja auch Milliarden Menschen, die da dran glauben. Ja, aber ich kenne die halt nicht. Ja, ja. Man kann sich nicht immer über alles schlau lesen. Nur sie haben ja nicht diese Intention, wir müssen jetzt die Welt damit beglücken. Die glauben das und dafür reicht es. Der Buddhismus ist zum Beispiel ein Aberglaubenverein, der eben halt nicht. Waren das nicht auch, haben die nicht auch mit kämpfenden Mönchen sich damals verbreitet? Also nicht, dass ich wüsste, bei den Buddhisten.
Aber wer waren denn das damals? Die Hindus waren das. Ja. Die haben also rumgeprügelt. Sie waren schon eine etwas anders auftretende Religionsgemeinschaft als die Buddhisten. Ja. Also ich meine, die haben ja diesen riesen... Also da sind ja auch wieder ganz viele Götter mit ganz vielen Armen meistens. Mhm, und Tierköpfe haben sie auch meistens. Bei den Buddhisten. Also oft. Ist nicht so wie im alten Ägypten. Die Götter waren cool. Ja. Die waren cool. Das stimmt. Ach komm, Anubis, das hat Stil. Er nickt nicht so sonor. Ich meine ja nur. Ach komm, ein Schakal, der eine Sage hat... Und dem Toten das Herz rausreißt und es dann aufwiegt gegen eine Feder. Und wenn es schwerer ist, dann werden sie von einer Bestie verschlungen mit Löwenkörper und Krokodilskopf. Ich meine, das ist doch... Der Fantasie ist keine Grenzen. Sind. Ja, immerhin haben die ihre Fantasie. Immerhin ist es eine coole Geschichte. Also, das ist ja ganz was anderes als dieser... Wie gesagt, der christliche Gott ist ja der langweiligste und schlimmste von allen. Totaler Minderwertigkeitskomplex, der Mann. Wenn man ihn nicht anbetet, ist er direkt vergrätzt. Nimm nur die Geschichte mit, als er da die Juden aus Ägypten geführt hat. Ne? Also Moses hat das ja gemacht, aber dann Gott ja mit Meerspalten geholfen und so Geschichten. Und dann kommt diese Manna-Geschichte. Ne? 40 Jahre lässt er sie durch die Wüste gurken und sie dürfen sich nichts zu essen einpacken, damit sie beweisen können, 40 Jahre lang, dass sie ihm vertrauen, dass er ihnen auch beim nächsten Tag wieder was zu essen gibt. Mhm. Was für ein Arsch! Also, der hat doch wirklich persönliche Probleme. Ich meine, vielleicht hat man sowas, wenn man als einziges denkendes Wesen in einem Nicht-Kosmos entsteht. Und ich meine, irgendwo mit muss man sich beschäftigen, macht man ein Universum und dann möchte man natürlich im Mittelpunkt dieses Universums stehen. Weil man hat ja vorher keine Aufmerksamkeit gekriegt. Ne? Eben. Darum geht es ja. Na gut, wir haben hier jedenfalls unser Hotelzimmer. Mhm. Und wir werden uns jetzt ein bisschen entspannen. Grüße ins Oberbergische und all die Lieben, die da schalten und walten. Genau. Entgegen der Hoffnung unserer politischen Gegner haben wir nach wie vor die Absicht, gesund zurückzukommen. Gell? Also, bis dahin. Gutes Nächte. Ciao.